Hallo und herzlich willkommen. Es folgt eine Aufgabe zum Thema Buchen auf Bestandskonten, Buchen auf Aktivkonten. In dieser Aufgabe lernt ihr, wie man über das Konto SBK, also über das Schlussbilanzkonto, abschließt. Dazu haben wir hier eine Vorlage, wo im Prinzip schon alles gemacht wurde. Ihr seht, dass bereits über das Eröffnungsbilanzkonto eröffnet wurde. Dann sind alle Anfangsbestände schon vorgetragen worden. Und was wichtig ist, es sind auch alle Buchungen schon erledigt. Wenn wir uns zum Beispiel hier mal anschauen, dann seht ihr bei Verbindlichkeiten, bei technischen Anlagen und Maschinen, erstens Verbindlichkeiten, da ist ja eine Buchung erfolgt. Die Gegenbuchung finden wir auf Verbindlichkeiten hier im Haben. Also die Aufgabe ist im Prinzip schon so gut wie fertig. Das Einzige, was ihr noch machen müsst, was ihr hier also üben sollt in dieser Aufgabe, ist es, sämtliche Konten hier unten abzuschließen über das Schlussbilanzkonto. Und das wollen wir jetzt auch machen. Und wir beginnen hier mit den Aktivkonten. Konkret hier mit dem Konto technische Anlagen und Maschinen, das schließe ich nun ab. Und das machen wir so, dass wir auf die betragsmäßig größere Seite gehen. Das ist eben die Sollseite, weil dort ist insgesamt mehr Geld als auf der Habenseite. Dort bilden wir unten die Summe. Dann übertragen wir diese Summe auf die andere Seite und rechnen im nächsten Schritt 230.000 minus alles dem, was da drüber steht, also minus 0 im Prinzip. Weil ihr seht ja, da oben ist ja nichts mehr, also 230.000 minus 0 ist wieder 230.000. Und früher hätten wir hier ein SB hingeschrieben für Schlussbestand. Das machen wir mit dem neuen Schlussbilanzkonto nicht mehr. Stattdessen machen wir ein SBK, was für Schlussbilanzkonto steht. Also statt SB machen wir SBK. Und was wir noch machen, ist, dass diese 230.000 Euro, die wir hier sehen, noch einmal unten ins Konto SBK zu buchen, und zwar im Soll, also hier. Und das, was wir soeben gemacht haben, nennt man eine Abschlussbuchung, denn wir haben ein Konto abgeschlossen und den Schlussbestand ins SBK eingetragen. Jede Abschlussbuchung hat auch einen Buchungssatz, den bilden wir auch immer nach der Regel Soll an Haben. Wir nennen also den Namen desjenigen Kontos, wo der Geldbetrag im Soll steht, als erstes. Schlussbilanzkonto sagt ja, bei mir steht der Geldbetrag im Soll, folglich nennst du meinen Namen im Buchungssatz als erstes. Und das mache ich auch, also Schlussbilanzkonto an technische Anlagen und Maschinen oder abgekürzt SBK an technische Anlagen und Maschinen. Dann habe ich hier mal rechts eingefügt den Buchungssatz. Dann machen wir weiter mit dem nächsten Konto, das wäre dann Fuhrpark ist es in dem Fall. Gleiches Prinzip, wir bilden die Summe auf der betragsmäßig größeren Seite. Da hat sich nichts geändert dran. Übertragen diese Summe auf die andere Seite und rechnen dann 70.000 minus 4.000 gleich 66.000. Und davor schreiben wir wieder SBK für Schlussbilanzkonto. Und die 66.000 Euro hier, die nehmen wir mit runter und buchen sie im SBK im Soll. Es geht weiter mit dem nächsten Konto. Wir machen weiter mit Betriebs- und Geschäftsausstattung. Summe bilden auf der betragsmäßig größeren Seite, übertragen der Summe auf die andere Seite und wir rechnen 60.000 minus 5.000 ist gleich 55.000 und davor schreiben wir SBK und übertragen eben diesen Schlussbestand 55.000 Euro unten in die Schlussbilanz auf der Sollseite wieder, also hier. Und da merke ich gerade, dass wir auch hier oben den Buchungssatz vergessen haben zu dieser Buchung. Der lautet wieder SBK an Fuhrpark. Wir nennen das Schlussbilanzkonto zuerst, weil der Geldbetrag im Soll steht. Und das Konto Fuhrpark als zweites, weil der Geldbetrag im Haben steht. Gucken wir nochmal nach. Hier könnt ihr sehen, bei Fuhrpark steht eben der gebuchte Geldbetrag. Und um den geht es ja. Diese Zahl steht hier im Haben. Deswegen nennen wir den Namen dieses Kontos immer nach dem an. Also SBK an Fuhrpark, einmal den Buchungssatz hier und gleich hinterherjagen noch den zweiten Buchungssatz, das wäre SBK an BGA. Es geht weiter mit dem nächsten Konto, das wäre dann die das wäre dann Rohstoffe hier unten einmal. Wie immer, Summe bilden auf der betragsmäßig größeren Seite, übertragen auf die andere Seite. Und wir rechnen 30.000 minus 0, das ist wieder 30.000 und davor schreiben wir SBK für Schlussbilanzkonto und wir übernehmen diese 30.000 Euro und buchen die unten aufs SBK, also hier rein. Und der Buchungssatz lautet wieder SBK an Rohstoffe 30.000. Und genauso fahren wir fort mit
den nächsten Aktivkonten, also mit Hilfsstoffe, Forderungen Bank, Hilfsstoffe, machen wir hier wieder die Summe. Wir übertragen die gebildete Summe auf die andere Seite, also 17.000 hier nochmal hinschreiben. Und rechnen dann 17.000 minus 0 und das ist wieder 17.000. Und davor schreiben wir wie immer SBK. Und genauso kann ich das jetzt hier mal gleich auch für Forderungen mitmachen. Summe bilden, übertragen auf die andere Seite und rechnen 35.000 minus 0 ist 35.000. Und davor schreiben wir SBK. Und das Ganze kann ich auch für Bank gleich machen. Summe bilden auf der betragsmäßig größeren Seite. Ihr seht, es ist wirklich immer das Gleiche, auch wie früher, als wir die Konten immer abgeschlossen haben. Da hat sich nichts geändert, mit dem Abschluss von Konten jedenfalls. 80.000 minus 50.000 sind 30.000. Also wir haben gerechnet 80.000 minus 40.000 minus 10.000 und das ist eben 30.000. Davor schreiben wir SBK und das Gleiche noch mit Kasse. Summen bilden, übertragen auf die andere Seite und wir rechnen 9.000 minus 0 und das ist eben wieder 9.000. Und davor SBK. So, und ich werde jetzt immer hier die folgenden gelben Beträge, die soeben ermittelten Schlussbestände, die übertrage ich jetzt ganz normal wieder hier unten in das SBK. Ich nehme also den Schlussbestand von Hilfsstoffe, trage den hier ab, dann den Schlussbestand von Forderung aus Lieferung Leistung und trage den dann hier ein. Dann brauche ich noch Bank, das war eine Etage höher, hier einmal mit 30.000 Euro. Das kommt hier eine Etage tiefer. Davor schreibe ich Bank. Und last but not least, hier die 9.000 Euro Kassenschlussbestand. Die kommen als letztes hier auf die Sollseite noch. Und davor eben Kasse. Okay, damit haben wir die Aktivkonten alle abgeschlossen und genau das gleiche machen wir auch mit den Passivkonten. Vorher wollen wir aber noch die Buchungssätze hier bilden. Es ist für jeden einzelnen dieser Buchungen, die wir hier haben, immer Aktivkonto, SBK an Aktivkonto, wie ihr seht hier, ist immer SBK bei den Aktivkonten und den Abschlussbuchungssätzen als erstes zu nennen. Wir machen also hier weiter mit SBK an Hilfsstoffe, SBK an Forderung, SBK an Bank, SBK an Kasse. Mache ich hier mal auf einen Schlag. Okay, so viel zu den Aktivkonten. Die Passivkonten müssen natürlich auch abgeschlossen werden. Wir beginnen mit dem Konto Eigenkapital oben. Da ist die Summe hier zu bilden auf der Passivseite, denn das ist die betragsmäßig größere Seite. Wir übertragen danach wieder auf die andere Seite und rechnen 330.000 minus 0 und das ist wieder 330.000 Euro. Eben der Schlussbestand des Eigenkapitals. Wir schreiben SBK davor und diesen Betrag hier oben, die 330.000, den nehmen wir mit. Und tragen das Ganze hier auf die Habenseite diesmal ab und schreiben davor Eigenkapital. Und auch diese Abschlussbuchungssätze, die jetzt hier für die Passivseite gebildet werden, erfordern einen Buchungssatz. Diesmal aber ist es umgekehrt, wir sagen Eigenkapital an SBK, weil nämlich der Schlussbestand, also die 330.000 Euro, hier gebucht wurden auf der Sollseite von Eigenkapital. Wir nennen folglich Eigenkapital im Buchungssatz als erstes, denn es heißt ja soll an haben. Und Eigenkapital sagt ja, bei mir ist der Geldbetrag im soll, also nennst du meinen Namen im Buchungssatz zuerst. Im SBK ist der Geldbetrag im haben, also nennen wir den Namen von SBK im Buchungssatz nach dem Wort an. Und wir sagen Eigenkapital an SBK mit 330.000 Euro. Dann geht es weiter mit dem nächsten Abschluss mit dem nächsten Konto. Summe bilden auf der betragsmäßig größeren Seite. Bei Darlehen hier 115.000. Übertragen der Summe auf die andere Seite. Und wir rechnen 115.000 minus 40.000 sind 75.000. Schreiben SBK davor. Und diese 75.000 Euro von oben, also die von Darlehen, die wir gerade gebucht haben, diese 75.000 Euro werden hier unten gebucht im Haben von SBK. Und davor schreiben wir dann eben Darlehen. Und das Ganze folgt dem Buchungssatz Darlehen an SBK. Mit 75.000 Euro. Der letzte Buchungssatz, also der letzte Abschluss des letzten Kontos, ist Verbindlichkeiten. Summe bilden auf der betragsmäßig größeren Seite.
übertragen auf die andere Seite. Und wir rechnen 77.000 minus 10.000 gleich 66.000. Nö. Gleich 67.000. So ist richtig. Und schreiben SBK davor. Und nehmen den Betrag mit, die 67.000 Euro. Und buchen diese hier. Und davor schreiben wir Verbindlichkeiten. Das hat auch wieder den Buchungssatz, den Abschlussbuchungssatz hier, Verbindlichkeiten an SBK. Wir sehen also, es ist immer Passivkonto an SBK für alle, in allen drei Fällen hier. Hier ist es umgekehrt, bei den Aktivkonten immer SBK an Aktivkonto. Hier also 67.000. Okay, und damit sind wir mit dem SBK fertig, mit dem Schlussbilanzkonto. Was wichtig ist an dieser Stelle ist, dass jetzt die Summe gebildet werden muss vom Schlussbilanzkonto und dass hier kein Saldo gebildet werden muss, also kein Schlussbestand. Wir nehmen einfach die Summe. Wir müssen also nicht irgendwo auf der Haben- oder Sollseite irgendwie noch eine Differenz errechnen. SBK ist immer auf beiden Summen, auf beiden Seiten gleich groß. Und aus dem SBK, aus dem Schlussbilanzkonto, wird dann die Schlussbilanz abgeleitet. Und das ist nichts weiter als das SBK nochmal abgeschrieben. Also alles, was hier steht, erscheint gleich hier unten. Und alles, was hier steht, erscheint hier auf der Passivseite. Mit einem kleinen Unterschied, dass eben noch in der Schlussbilanz die Postenüberschriften wie Anlagevermögen erstens und hier Eigenkapital auch noch mit Römisch 1 ausgewiesen wird und dann hier unten noch Fremdkapital mit Römisch 2, Fremdkapital bzw. Schulden und hier unten dann noch einmal Umlaufvermögen. Und wenn das erfolgt ist, kann man wirklich die anderen Positionen, so wie sie hier stehen, einfach in die Schlussbilanz übertragen. Kann ich hier mit Excel tatsächlich kopieren ohne Probleme. Und hier auf der Passivseite nehme ich einmal Eigenkapital, 330.000. Und einmal hier Darlehen und Verbindlichkeiten in die Position Fremdkapital. Ups. Und es fehlt noch ein kleines Detail. Wie ihr oben sehen könnt, in der Eröffnungsbilanz sind eben die einzelnen Posten noch mit erstens, zweitens, drittens durchnummeriert. Also können wir das hier unten noch machen. Bei der Schlussbilanz hier haben wir erstens, zweitens, hier erstens, zweitens, drittens jeweils für Anlage und Umlaufvermögen. Dann bilden wir noch die Summe auf beiden Seiten. Und ganz wichtig ist es jetzt auch noch, überall immer doppelt zu unterstreichen. Also alle Kontensummen, sowie das SBK, als auch die Schlussbilanz, müssen doppelt unterstrichen werden. Überall, wo ich die Kontensumme also hier hatte, müssen doppelte Unterstreichungen erfolgen. Und oben natürlich auch. Und vergesst bitte nicht, dass vielleicht eure Lehrerinnen und Lehrer wollen, dass ihr so kleine Zwischenräume, die hier übrig bleiben, mit Buchhalternasen noch ausfüllt. Ich spare mir das jetzt hier einfach. Ihr müsst euch also vorstellen, hier gehört eigentlich noch eine Buchhalternase jeweils hin. Damit sind wir mit der Aufgabe fertig. Ich hoffe, ihr habt Gefallen an dieser Aufgabe gefunden. Was ihr üben solltet, war also lediglich der Abschluss von Konten über SBK. Wenn euch das Video also gefallen hat, vergesst bitte nicht, mir einen Daumen nach oben zu hinterlassen. Netter Kommentar ist auch immer was Feines. Ich freue mich über jedes Abo. Bis zur nächsten Aufgabe. Macht's gut.